Wunderschönen guten Tag, zurück im LS17 und natürlich auf der Losberg, wo auch sonst. Und ja, ich brauche einen Hänger. Ich habe ja das letzte Mal hier das Dreschen angefangen, jetzt brauche ich unbedingt mal einen Hänger, zumindest. Nehmen wir einen, nehmen wir zwei. Tue ich mir jetzt, oder gebe ich mir die Blöße und versuche hier zwei Drehschemel aneinander zu kriegen. Ich könnte es mal probieren. Ich habe sogar gesehen, es gibt mittlerweile ein Script dafür, was die Ausrichtung vom Hänger irgendwie dann steuert oder anzeigt. Ich weiß es gar nicht, ob es anzeigt oder steuert. Keine Ahnung. Aber ja, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Werde ich, glaube ich, auch nicht ausprobieren. Ist zwar grundsätzlich ganz interessant, zumindest bei Drehschemel, bei allem anderen aber jetzt, glaube ich, eher weniger. Und irgendwie gehört ja auch diese Herausforderung dazu, dass man hier das Ganze eventuell selber hinbekommt. Ich mache jetzt hier nochmal das Tor zu, dass hier auch wieder alles ordentlich ist. Und ich glaube, ich muss hier dürfte ich gut hinkommen. Ja, das dürfte klappen. So, was wir auch machen werden, relativ zeitnah, den Case werde ich verkaufen. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ach Mann, warum der Case? Ja, ganz einfach, in dem Fall habe ich wieder die Standardversion drinnen. Nicht mehr von, wie hieß der andere, ich glaube Euler Henry oder so. Der hat eine Version mit Frontkraftheber rausgebracht. Die war natürlich sehr, sehr cool oder ist auch sehr, sehr cool. Ui, das wird, glaube ich, nichts hier. Hier drehe ich zu weit, aber es macht jetzt nichts. Jetzt drehen wir richtig ein und schauen, dass wir hier so ein bisschen eine Kurve reinkriegen und dann probieren wir das Ganze nochmal. Drehschemel rückwärts schieben ist natürlich immer so eine Aufgabe. Ich glaube, ich werde es auch so schnell nicht hinkriegen. Sehe ich schon. Wobei, es ist, glaube ich, immer so ein Randtasten, bis man da mal an dem Punkt ist, dass man wirklich auch dann schön zurückschieben kann. Und ab und zu, glaube ich, macht einem einfach auch die Physik hier im Spiel einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, man hört jetzt das Lenkrad nicht allzu eilig, weil ich muss jetzt hier natürlich viel, viel rumlenken und viel, viel gegenlenken und hin und her und ja, seht ihr ja im Video. Nein, nicht an der Halle anstehen. Och Mann, okay, ich muss nochmal von vorne anfangen. Beziehungsweise, warte, jetzt probieren wir mal schnell was aus. Ich möchte das testen, ob das noch geht. Ich habe ja vorne ein Gewicht dran, von dem her weiß ich nicht gerade, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber ich werde es mal probieren. Ja, geht. Hey, das ist doch hier schon mal ein bisschen ein Vorteil, denn so kann man ja doch Drehschemel ganz gut schieben, ziehen, wie auch immer. Ich muss nur da echt anders hinfahren. Sieht jetzt ein bisschen wirr aus. Ich habe da auch nicht wirklich gerade einen Plan, aber ich hoffe, dass das irgendwie jetzt so halbwegs was wird. Ich muss nur hier wirklich im Millimeterbereich gerade mit meinem Gaspedal auch rumspielen, dass ich das Ganze hier hinkriege. Oh, jetzt schaut's gut aus. Also ich glaube, wenn dann, mache ich das in Zukunft so. Und hey, ja, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin gerade, quasi König von Deutschland. Nein, nee, ich habe zwei Drehschemel aneinander gehängt. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Ich glaube, ja genau, und jetzt kriege ich den Hänger nicht raus, da weil ich zu eng rausgefahren bin. Ja, kann auch mal vorkommen, aber das soll natürlich nicht vorkommen. Wir hängen jetzt die beiden ab und werden sie mal hinten dran hängen. Genau, Sinn der Sache ist natürlich, dass wir jetzt zum Drescher rauf Hänger bringen, dass wir auch das ganze Korn dann abfahren können. Ich glaube, es kommt nicht so viel zusammen, dass wir den eigentlich bräuchten, aber ich nehme mal mit, oder ich nehme mal beide mit und dann ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, denn dann können wir das nutzen. Foto mache ich oben, habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich es hier am Hof mache, aber nee, machen wir oben beim Drescher. Das ist, glaube ich, die schönere Kulisse und dann gibt es hier auch ein schönes Thumbnail. Ja, ansonsten, Neues gibt es nicht viel. Das Einzige, dass gerade irgendwie die Aufrufzahlen von meinen Videos explodieren, was mich gerade riesig mega überfreut. Also ich kann gar nicht sagen, wie mich das freut. Und
kann es auch nicht so rüberbringen. Also es tut mir leid, aber man wird es in meiner Stimme nicht ganz so hören, dass ich mich da echt darüber freue, dass die Videos gerade so gut ankommen. Also gerade das erste Losberg-Video sprengt gerade alle meine Erwartungen. Das ist gerade mega cool. Und ja, alles andere werden wir dann noch sehen, was da in Zukunft noch an, ja, an Überraschungen kommt mit den Videos. So, Drescher steht ganz hinten. Ja, laufen wir mal schnell hin. Schauen wir uns hier mal kurz noch dieses schöne Terrain hier auch an. Also, ich fühle mich hier echt wohl. Also, könnte fast bei mir zu Hause sein. Beziehungsweise in meiner alten Heimat. Da würde ich das jetzt eher hinsetzen. So, das war damals das Isental. Wem das was sagt, wahrscheinlich gibt es mit Sicherheit jemanden, der aus der Gegend kommt und das Isental kennt. Da gibt es doch eher so diese Landstriche, beziehungsweise diese Art und Weise von Gegenden mit ja, relativ viel Wald. Ebersberger Forst ist nicht allzu weit weg, also zwar nicht ganz die Richtung jetzt vom Isental, aber Ebersberger Forst sagt mit Sicherheit einigen was. Und da war mal so für ein paar Jahre auch meine Heimat. Von dem her ist Losberg da schon sehr, sehr nah dran, auch sehr hügelig und mit Wald und so weiter und so fort. Und ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und was man so liest bis jetzt, glaube ich, gibt sehr viele, denen die Map sehr gut gefällt. Das freut natürlich nicht nur mich, sondern auch den Niklas, der... Habe ich jetzt eingeloggt? Ja, habe ich eigentlich. Warum nimmt er jetzt den ganzen Streifen da links wieder nicht mit? Bin ich die erste Bahn ohne GPS gefahren? Ja, bin ich. Verdammt. Okay, das war natürlich blöd. Und vor allem, ich fahre sie mit 6 Meter Breite. Wow. Fail. Mega Fail. Ich mache sie sogar noch schmäler. Ja, bringt jetzt nichts mehr, hier zurückzufahren. Deswegen bleiben wir jetzt in der Spur, wie sie ist. Lassen wir mal so. Zur Karte schalte ich mal aus und dann diesmal hier schnurstracks Richtung Hänger. Ja, ein paar Bahnen haben wir noch vor uns hier, bis wir voll sind, aber die werden wir auch noch rumbringen. Es ist ja jetzt doch ein Neustart in der Map, von dem her, ja, muss man das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, glaube ich. Und ja, wer bis jetzt meine Videos so angeschaut hat, ich bin, wenn es hinhaut, eigentlich eher so der gemütlichere Spieler. Das heißt, ich springe, versuche zumindest es zu vermeiden, dauernd durch die ganzen Fahrzeuge durchzutappen. Versuche es auch zu vermeiden, hier 5 verschiedene Sachen in eine Folge reinzupressen. Es gab Zeiten, da habe ich das versucht, in Kombination mit Curseplay und wie sie alle heißen. Das versuche ich jetzt einfach wieder im LS17 hier zu vermeiden und hoffe einfach, dass es mir auch gelingt. Ob es mir gelingt, keine Ahnung, wird sich natürlich erst zeigen, wenn ich dann hier auch mehr spiele, aber ich versuche mich da einfach jetzt wieder dran zu halten. Und es ist bei mir auch vom Spielstil, zumindest für alle Neuen, die jetzt so zuschauen, für mich nicht wirklich wichtig, dass ich viel Geld da oben auf dem Konto habe, sondern eher einfach die Arbeiten auszukosten hier im LS17, denn oder überhaupt im LS, es ist ja nicht nur der LS17, denn darum geht es ja eigentlich. Es ist ja, also es gibt den einen Spieler, der spielt das Ganze sehr viel mit Helfer, will hier die super schnell das Geld machen, das große Geld, und sich natürlich neue Maschinen kaufen, den Hof vergrößern und so weiter. Klar, ist auch mein Ziel, dass der Hof einfach wächst, aber es ist mittlerweile in meinem Spielstil nicht mehr so das Ziel, hier super schnell super viel Kohle zu machen. Das habe ich mittlerweile jetzt ja ein bisschen abgelegt, denn mir macht es einfach mehr Spaß, wirklich Arbeiten ja, auszukosten. Da gehört halt einfach mal auch dazu, dass man den Mist auf einen Hänger schmeißt, den zum Feld fährt und dann erst mit dem Miststreuer das Ganze macht. Und ja, dann gibt es halt eine Folge, wo ich auch mal nur einen Hänger voll lad. Das kann passieren, also da müsst ihr euch drauf einstellen. Und das
da bin ich auch absolut überzeugt davon, dass das auf Dauer mehr Spaß macht, als wenn man hier nur schnell, schnell durchhastet, eine Map nach der anderen hier durchkaut und im Endeffekt nie so richtig den vollen Umfang von der Karte auch auskostet irgendwo. Es dauert länger, klar, aber ich glaube, es ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr darauf ankommt, was man eigentlich im LS macht, sondern da kommt es, glaube ich, darauf an, was derjenige einem im Video so erzählt. Das ist bei mir jetzt auch immer wieder schwierig. Ich bin teilweise schon spontan, was das angeht, aber ansonsten muss ich mir schon öfter überlegen, was ich denn so oder über was ich denn so in der Folge rede. Ansonsten wird das Ganze eine sehr chaotische Folge. Da erzähle ich dann fünf Sachen durcheinander und eigentlich hat keiner mehr einen Plan, was ich eigentlich wollte. Und ja, das versuche ich natürlich jetzt auch im LS17 oder auch hier in dem Let's Play ein bisschen so umzusetzen, dass man da ein bisschen, ja, vielleicht auch wieder eine Story reinbringt. Schauen wir mal, was sich da noch so ergibt. Ich habe ja in der ersten Folge schon mal jemanden, meinen Hühnerbeauftragten schon mal erwähnt. Vielleicht muss der sogar mal kommen. Schauen wir mal, was ist da so, wie gesagt. Also da kann schon auch mal was kommen. Mir hat persönlich auch das Breithausen-Projekt im LS15 sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da musste ich mir zwar wirklich ganz gut überlegen, was ich denn so in den Folgen mache, wie ich da auch so eine, ja, so eine Timeline reinbringe, aber es hat super viel Spaß gemacht und ja, das vielleicht setze ich das hier auch wieder um. Aber wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, es kann was passieren, woran ihr noch nicht denkt oder wo ihr auch nicht erwartet. Und ich hoffe, ich kann euch da noch mal so ein bisschen überraschen, was das Ganze wird. Vielleicht kann man das Ganze auch so ein bisschen unterschwellig mit reinmischen. Ja, seid mal gespannt, was hier noch passiert. Also mir macht es auf jeden Fall wieder richtig Spaß, auch LS zu spielen. Das war jetzt am Ende vom 15er teilweise nicht mehr der Fall. Gerade das Bindelbrach-Projekt, da hatte ich nicht mehr wirklich viel Lust, das aufzunehmen. Aber es ist halt dann trotzdem auch so, man hat ein Projekt, was einfach tagtäglich kam und dann so einen harten Schnitt zu machen und das Ganze nicht zu beenden, finde ich immer relativ schwierig. Und deswegen habe ich es dann auch durchgezogen. Mir ist dann auch noch der Release vom 17er ist mir dann ein bisschen in die Quere gekommen. Ich habe nach wie vor ein Video auf YouTube von der Bindelbach, wo ich eigentlich euch die frohe Kunde bringen will oder überbringen will, dass ich eben den 17er früher spielen kann. Und genau am Tag davor, bevor die Folge kommen sollte, habe ich dann den Key in der Hand gehabt und es hieß, hey, ihr könnt zeigen, was ihr wollt, gebt Gas. Und ja, dann hat sich natürlich die Folge erledigt und ich habe sie dann auch nicht mehr freigeschalten, weil das irgendwie überhaupt nicht mehr gepasst hätte. Von dem her, ja, die dümpelt noch in meiner Videohistorie rum. Aber wie gesagt, das kann halt auch passieren. Ich war dann auch nicht unbedingt traurig darüber, dass ich in den LS17 wechseln konnte, denn auch die ersten Tage da haben mega viel Spaß gemacht. Und ja, hat natürlich auch, muss man ganz klar sagen, auch meinem Kanal sehr, sehr viel gebracht. Und das war schon eine coole Zeit. Also die Anfangstage, ich hätte eigentlich 24 Stunden streamen sollen, wenn ich es körperlich noch geschafft hätte. Wobei, da hätte ich mich einfach nur zusammenreißen müssen. Aber nee, es war super cool, war, glaube ich, auch für euch sehr, sehr interessant, das Ganze, dass wir da einfach schon die ersten Einblicke zeigen konnten. Und dementsprechend können wir jetzt da gut drauf aufbauen, was wir hier dann in den Folgen so machen, zeigen und so weiter. So, schaffe ich jetzt noch eine Bahn? Ich glaube, ich könnte es vielleicht noch schaffen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Upsala, nicht den Hänger zusammenfahren. Das wird teuer. Der hat eh schon so viele Stunden auf dem Kerbholz. Das müssen wir echt aufpassen, weil die täglichen Kosten, die müssen wir echt gut im Auge behalten, dass uns die nicht irgendwann hier kaputt machen. Wo stehe ich denn jetzt? Okay.
Was hier noch mit Spiegeln fahren ist noch nicht so meins. Also das werde ich dann irgendwann hoffentlich hier reinbringen. Ich werde auch wieder, wie ihr merkt, mehr versuchen in Innenperspektive zu fahren. Das Ganze auch ein bisschen, ja eben auch versuchen hier das Ganze etwas realistischer wieder zu machen. Das habe ich ein bisschen jetzt in den ersten Zeiten, was auch die Standardmap anging, ein bisschen vernachlässigt das Ganze. Da bin ich schon sehr, sehr viel in Außenperspektive gefahren und das möchte ich jetzt einfach wieder vermeiden. So, und wie es aber hier dann weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und bis dahin, ciao, ciao.